Harry, Pokus, Hokus, Krokus! Wow! Du bist aufgetaucht wie aus dem Nichts. Das ist Zauberei. Ich richte gerade mein neues Zimmer ein. Ich habe meinen Zauberumhang, meine kuschelige Höhle und ein Bild von der Großstadt mit meiner lieben Freundin Regenbogen. Wir haben auch ein Bild für dich. Das ist aber lieb, danke. Jetzt fehlt nur noch einer. Und zwar Presto! Mein Kuschelhase. Er ist weich und knuddelig und so. Er ist nicht da. Ich dachte, ich hätte ihn eingepackt, aber ich muss ihn wohl leider in meiner alten Nachbarschaft zurückgelassen haben. Ohne Presto kann ich nicht einschlafen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Periwinkle ist wirklich sehr traurig, dass sein Kuschelhase Presto nicht mehr da ist. Könnten wir ihm vielleicht irgendwie helfen? Wow! Blue ist einfach in das Großstadtbild von Periwinkles gedudelt. Möglicherweise finden wir Periwinkles Kuschelhasen ja in seiner alten Nachbarschaft. Los geht's! Wenn's Blue gelingt, einfach springt. Wow. Diese Stadt hier ist wirklich unglaublich groß. Oh, wie sollen wir hier nur Presto finden? Hey, vielleicht ist eines dieser Hündchen ja Periwinkles Freundin. Wollen wir mal um Hilfe fragen? Aber wer ist Periwinkles Freundin? Das Regenbogenhündchen. Natürlich, das Regenbogenhündchen. Entschuldigung. Hallo. Bist du Regenbogenhündchen? Regenbogen man mich nennt, mein Singen jeder kennt. Möchtet ihr ein Autogramm? Ja, wie nett. Aber eigentlich brauchen wir dringend deine Hilfe. Wir sind Periwinkles neue Nachbarn. Periwinkle? Ich vermisse ihn ja so sehr. Wie geht's ihm? Nicht so gut. Er hat seinen Kuschelhasen Presto hier verloren und wir versuchen, ihn wiederzufinden. Weißt du vielleicht, wie Presto aussieht? Aber ja, Presto hat Periwinkles Lieblingsfarbe. Vielleicht hat er ihn in seinem Lieblingsladen verloren. In seinem Lieblingsladen? Danke, Regenbogenhündchen. Hab ich gern gemacht. Tata! Oh, welcher von denen wird wohl Periwinkles Lieblingsladen sein? Der Farbenladen? Der Zauberladen? Oder der Schuhladen? Der Zauberladen! Der Zauberladen, weil Periwinkle Zaubern am allerliebsten mag. Ist hier irgendwo ein verlorenes Kuscheltier? Gäbe es hier doch nur eine Truhe mit Fundsachen. Da ist eine Truhe mit Fundsachen. Das ist Zauberei. Welches Kuscheltier ist wohl Presto? Der rote Hase. Oh ja, das ist Periwinkles Hase, weil er seine Lieblingsfarbe hat. Rot. Das muss also Presto sein. Wir haben ihn gefunden. Ja, echt gut gemacht. Periwinkle wird sich ganz sicher freuen. Oder, Blue? Hallo? Hat mich gerade jemand gerufen? Ja. Wow. Was wird hier denn gefeiert? Deine Willkommensparty. Ja. Willkommen in der Nachbarschaft. Willkommen in der Nachbarschaft. Willkommen in der Nachbarschaft. Willkommen in der Nachbarschaft. Deine Lieblingsfarbe dominiert hier alle Gaben. Wir haben Cupcakes mit Himbeerschokolade. Wir wissen, du liebst Zaubern und vermisst deinen Hasen so. Abracadabra, hier ist dein Presto. Willkommen in der Nachbarschaft. Willkommen in der Nachbarschaft. Ein neuer Freund, der mit uns da. Willkommen in der Nachbarschaft. Wie
Vielleicht gehört dieses kleine Ei hier ja einem dieser Dinosaurier. Entschuldigung, was für eine Art Dinosaurier bist du? Also, ich werd's dir sagen. Dinos, Dinos, so viele Dinos. Sieh dir an die Dinos, hier sind so viele Dinos, klein und auch echt ziemlich groß. Wir helfen euch wirklich gern, heute zu lernen, wer ist wer. Sind die Arme kurz und der Kopf ganz groß? Ja, dann ist es wohl ein T-Rex. Arm kurz, Kopf groß, T-Rex. Dinos, Dinos, so viele Dinos. Siehst du drei Hörner und vier Füße, die stampfen? Dann sag Hallo zu Triceratops. Komm, drei Fuß, vier, das stampft Triceratops. Dinos, Dinos, so viele Dinos. Sein Schwanz ist stachlig, seht, was er auf dem Rücken trägt. Das ist der Stegosaurus. Schwanz, stachlig, Rücken, Platten, Stegosaurus. Seht ihr an die Dinos, hier sind so viele Dinos. Das war echt super. Danke, T-Rex. Jetzt bist du dran, Joshosaurus Rex. Mal sehen, was du weißt. Okay. Ihr könnt mir doch helfen, oder? Oh, gut. Danke. Sieh dir an die Dinos, hier sind so viele Dinos, klein und auch echt ziemlich groß. Wir helfen euch wirklich gern, heute zu lernen, wer ist wer. Sind die Arme kurz und der Kopf ganz groß? Ja, dann ist es wohl ein Was für ein Dinosaurier ist das? Ein T-Rex. Richtig, das ist ein T-Rex. Arm kurz, Kopf groß, T-Rex. Siehst du drei Hörner und vier Füße, die stampfen? Tja, dann sag Hallo zu. Was für ein Dinosaurier ist das? Ein Triceratops. Oh ja, ein Triceratops. Horn, drei Fuß, vier, das stampft Triceratops. Sein Schwanz ist stachlig, sieht, was er auf dem Rücken trägt. Das ist der Was ist das da für ein Dinosaurier? Ein Stegosaurus. Ja, richtig, ein Stegosaurus. Schwanz, stachlig, Rückenplatten, Stegosaurus. Sieh dir an die Dinos, hier sind so viele Dinos, klein und auch echt ziemlich groß. Wir helfen euch wirklich gern, heute zu lernen, wer ist, heute zu lernen, wer ist, heute zu lernen, wer ist wer. Alles klar. Ganz lieben Dank, T-Rex. Das war echt super. Gern geschehen. Bis bald. Welcher Dinosaurier ist der Triceratops? Dieser dort, mit den drei Hörnern. Ja, drei Hörner, vier Füße, Pflanzen. Das muss sie sein. Entschuldigung, Mama Triceratops. Ich denke, dass dieses Ei hier dir gehört. Oh, mein Ei. Ich danke euch. Danke, dass ihr mir mein Ei zurückgebracht habt. Es schlüpft. Hallo, kleines Triceratops-Baby. Wie schön, dass wir dich endlich kennenlernen dürfen. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr so gut auf mein Baby aufgepasst habt. Wirklich gern geschehen. Wir sind froh, dass wir helfen konnten. Mach's gut. Herzlichen Glückwunsch. Komm mit. Wir sind im Geschenkeladen. Hier drüben. Komm mit.
Hallo im Geschenkeladen. Seht ihr eins, dann schnappt, schnappt, schnappt es euch. Dann wird's bezahlt an der Kasse, klar. Und wir packen es ein. Pack, pack, packen es ein. Ja, ihr versteht schon. Ja. Könnt ihr es auch einpacken? Pack, pack, packt es ein. Ja. Pack, pack, packt es ein. Wow, ihr seid wunderbare Verpacker und Verpackerin. Das finde ich auch. Das ist ein Geschenk. Wow, hier sind so viele bunte Geschenke, besonders große und kleine. Hey, wartet mal kurz. Was ist das denn für ein Geschenk? Das ist für den Geschenkeladen-Wettbewerb. Wer errät, was in dem geheimnisvollen Geschenk verborgen ist, darf es auspacken. Ich komme sofort. Warte, warte. Wer errät, was in diesem geheimnisvollen Geschenk verborgen ist, darf es auspacken? Hey, Blue, was denkst du, ist in diesem geheimnisvollen Geschenk drin? Oh, hallo Periwinkle. Josh, Blue, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich suche das perfekte Geschenk für Magenta. Aber ich weiß nicht, was ich ihr schenken kann. Oh, also, wir können dir helfen. Helft ihr Periwinkle vielleicht auch mit, ein Geschenk für Magenta zu finden? Okay, gut. Dann los. Ah, vielleicht finden wir ja Magentas Geschenk in einem dieser Regale hier. Oh, ich weiß was. Magenta spielt gern mit Kuscheltieren. Vielleicht sollte ich ihr davon eins schenken. Oh, das ist eine tolle Idee. Also, wo finden wir Kuscheltiere? In dem Regal mit Sportsachen? Im Spielzeugregal? Oder im Mal- und Bastelregal? Im Spielzeugregal. Oh, ja, im Spielzeugregal. Denn Kuscheltiere sind zum Spielen. Hier lang bitte. Also, Magenta mag Bauernhoftiere gern. Welches dieser Tiere lebt auf einem Bauernhof? Die Kuh. Oh ja, die Kuh lebt auf dem Bauernhof. Magenta wird sich freuen. Und sie liebt es auch, ihren Kuscheltieren etwas anzuziehen. Oh, wir haben natürlich auch Bekleidung für Kuscheltiere, wenn du mir folgen würdest. Komm mit. Magenta mag tanzen. Das ist richtig. Also, welches Outfit ist am besten fürs Tanzen geeignet? Das Tutu, der Ballettanzug. Ja, die tanzende Kuh im Ballettanzug ist das perfekte Geschenk für Magenta. Komm mit. Eins und schnappt, schnappt, schnappt es euch. Dann wird's bezahlt an der Kasse, klar. Und dann packt, packt, packt es ein. Packt, packt, packt es ein. Magenta wird sich so sehr freuen. Danke. Gern geschehen, Periwinkle. Bis dann. Bis dann. Was für ein wunderbares Geschenk. Joe, wir haben herausgefunden, was in dem geheimnisvollen Geschenk ist. Oh, wirklich? Also, was denkt ihr ist drin, ha? Seifenblasen! Wow! Ihr habt's raus! Und weil ihr herausgefunden habt, was in dem geheimnisvollen Geschenk drin ist, dürft ihr es auch endlich auspacken! Geschenkezeit! Geschenkezeit! Öffnet es! Es ist soweit! 3, 2, 1! So viele Seifenblasen! Toll, Blue, ha? Oh. Danke vielmals für all eure Hilfe heute im Geschenkeladen. Gut eingepackt. Ja, und auch ausgepackt. Wir haben so viele schöne Geschenke zusammen ausgesucht. Aber das beste Geschenk ist, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Wir haben Werkzeug und wir haben eine Crew. Hier gibt es wirklich eine Menge zu tun. Halten zusammen und das wie nie. Los, komm, benutzt die Fantasie. Mit Teamarbeit ist eine Kleinigkeit. Mit Teamarbeit ist eine Kleinigkeit. Teamarbeit spart Zeit. Mit Teamarbeit ist eine Kleinigkeit. Teamarbeit.
Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Komm schon. Drehen wir sie fest. Drehen, drehen, drehen. Yeah. Lasst uns hämmern, na los. Klopfen, klopfen, klopfen. Das Dach noch hoch. Und dann seht, ob alles gerade ist. Ja. Mit Teamarbeit ist eine Kleinigkeit. Mit Teamarbeit ist eine Kleinigkeit. Ja. Wow, wir sind in der Blaupausenwelt. Da seid ihr ja. Ich bin weit hinter dem Zeitplan zurück. Ich soll ein Haus bauen, genau dort, wo der Haufen Erde ist. Können du und deine Crew mir helfen? Glaubt ihr, wir können helfen? Das ist meine Crew. Also ihr müsst nur den Haufen Erde entfernen, dann das Haus darauf schieben und das Dach draufsetzen. Wir sehen uns. Wow, wow, wow. Wie sollen wir das denn schaffen? Na, mit jeder Menge Baufahrzeugen natürlich. Viel Glück. Also Baufahrzeuge. Okay, das Erste, was wir tun sollen, ist diesen Haufen Erde wegschaffen. Wow, ein Kipplaster. Eine Hebebühne. Und dann noch ein Bagger. Cool. Welches ist wohl am besten zum Schaufeln geeignet? Der Kipplaster, die Hebebühne oder der Bagger? Der Bagger! Natürlich der Bagger. Er kann die Erde wegschaufeln. Wow. Los, versuchen wir es. Zusammen rufen wir jetzt Schaufeln, Schaufeln, Schaufeln. Schaufeln, Schaufeln, Schaufeln. Schaufeln. Gut gemacht. Oh, okay. Als Nächstes sagte sie, wir sollen das Haus auf die Stelle schieben. Wow, ein Bohrfahrzeug. Ein Bulldozer. Und ein Kipplaster. Welches wäre wohl am geeignetsten, um Dinge zu schieben? Das Bohrfahrzeug, der Bulldozer oder der Kipplaster? Der Bulldozer! Der Bulldozer! Ah, mit seiner Schaufel kann er das Haus schieben. Okay, lasst uns rufen. Schieben, schieben, schieben! Schieben, schieben, schieben! Das war fantastisch, Crew! Oh, jetzt muss eigentlich nur noch dieses Dach da oben drauf kommen. Ein Kran. Ein Bohrfahrzeug oder eine Hebebühne? Welches dieser Fahrzeuge wäre wohl am besten, um Dinge hochzuheben? Der Kran, das Bohrfahrzeug oder die Hebebühne? Der Kran! Der Kran! Okay, und jetzt alle hoch das Dach! Hoch das Dach! Hoch das Dach! Hoch das Dach! Gut! Was für eine tolle Crew! Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Ich danke euch vielmals. Gern geschehen! Oh, bist du müde, Blue? Oh ja, es ist auch Schlafenszeit. Mein Lieblingsritual vom Schlafengehen? In meine Häschenhausschuhe zu schlüpfen. Hallo, Häschenhausschuhe! Hallo, Josh. Hey, was ist euer Lieblingsritual vom Schlafengehen? Oh, das finde ich auch klasse. Putz, putzi, putz, die Zähne und Zunge auch. Putz, putzi, putz, das ist bei uns so Brauch. Putz, putzi, putz, die Zähne und die Zähne und... Was putzen wir als Nächstes? Die Zunge. Die Zunge. Oh, richtig, die Zunge. Putz, putzi, putz, die Zähne und Zunge auch. Putz, putzi, putz, das ist bei uns so Brauch. Putzi, putz. Alles klar, Zähne geputzt. Was kommt jetzt, Blue?
Ich glaube, ich brauche jetzt eure Nachtaugen. Seht ihr vielleicht, welches Tier diese Laute macht? Die Eule. Oh. Ja, die Eule macht diese Uhu-Uhu-Rufe. Wieso bist du wach, Eule? Ich habe am Tag geschlafen. Oh, wow. Also, du schläfst tief und fest, wenn wir wach sind. Und du bist wach, wenn ihr schlaft. Ein anderer Zeitplan. Mhm. Oh. Hört mal, da ruft noch ein weiteres Tier. Oh. Gute Nacht, Eule. Es geht doch nichts über ein Uhu, Uhu. seht ihr das Tier vielleicht, das dieses Geräusch macht? Oh. Es ist die Fledermaus. Fledermaus, da. Hm? Ist das eine Fledermaus? Ganz genau, so sieht's aus. Sagt die Fledermaus. Wieso hängst du mit dem Kopf nach unten? Vielleicht schläft sie ja. Nein, ich ruhe mich nur aus. Ich schlafe erst viel später. Danke für die Hilfe. Wir machen uns jetzt Bett fertig. Oh, richtig. Alles Gute, Fledermaus. Es war nett, mit dir abzuhängen. Die Post ist da. Die Post ist da. Die Post ist da. Die Post ist da. In der Nacht? Wir sollten jetzt besser flüstern, weil bestimmt schon jemand schläft. Kommt mit. Hier kommt die Post mitten in der Nacht. Das macht mich froh, ich tanze, ich lach. Sie ist da, ich ruf sie hinaus. Mel! Guten Abend, Josh. Hallo, Briefkasten. Hier ist dein Paket. Oh. Ein Paket. Danke, Briefkasten. Gern geschehen. Schlaf gut. Wir haben ein Paket bekommen. Wir haben jetzt ein Paket. Wir haben jetzt ein Paket. Wir haben jetzt ein Paket. Von wem es denn wohl kommt? Es ist ein Paket von meiner lieben Oma. Oh, eine kuschelige Kuscheldecke zum Kuscheln für die Nacht. Wieso ist überhaupt Nacht? Ich meine, es ist doch niemand vorbeigekommen und hat das Licht ausgemacht oder hat eine Decke über uns alle gelegt. So wie ich jetzt über mich. Blue ist gedudelt und zwar in ihr Lieblingsgute-Nacht-Buch. Schlaf gut, Tüpfelchen. Los, hinterher. Wenn's Blue gelingt, einfach springt. Wow, das muss Tüpfelchens Schlafzimmer sein. Und da ist Tüpfelchen. Hallo, Tüpfelchen. Hallo. Hallo, Blue. Schlafmütze Tüpfelchen geht jetzt ins Bettchen. Tüpfelchen braucht was Gemütliches und Bequemes zum Schlafen. Oh, also, was glaubt ihr, ist gemütlich und bequem zum Schlafen? Der Pyjama. Pyjama. Ja, der Pyjama. Pyjamas sind gemütlich und bequem. Ja, gemütlich und bequem. Komm mit. So gemütlich und so bequem. Tüpfelchen braucht noch etwas. Tüpfelchen braucht etwas Warmes und Kuscheliges. Es muss noch gemütlicher werden. Ich verstehe. Komm mit. Oh. Was ist beim Schlafen warm und kuschelig, hä? Was meint ihr? Die Kuscheldecke.
Ja, Tüpfelchens Kuscheldecke ist warm und kuschelig. Oh. Warm und kuschelig, kuschelig, kuschelig. Tüpfelchen braucht noch etwas zum Knuddeln. Etwas Flauschiges, Weiches. Okay. Oh. Okay. Was denkt ihr, ist flauschig und weich und man kann im Bett damit knuddeln? Der Affe. Der Kuschelaffe ist flauschig und weich. Komm mit. Dankeschön. Gute Nacht, Blue. Gute Nacht euch. Ich hab euch sehr lieb. Wir haben dich auch sehr lieb. Schlaf gut, Tüpfelchen, schlaf gut. Komm mit. Ich bin so aufgeregt. Pyjama-Party. Oh ja, eine gute Nachtgeschichte. Das gute Nachtvögelchen, das ist eine von Blues Lieblingsgeschichten. Also gut, seid ihr alle bereit? Ja! Okay. Auf einem Baum, auf einem Hügel lebte ein Vogel, der wollte nicht schlafen. Ich bin nicht müde, sagte das Vögelchen, als die Sonne unterging und der Mond ging auf. Schlaf, sagte der Mond. Ich meine es ernst, du kleines Vögelchen, bist keine Fledermaus. Aber ich bin nicht müde, sagte das Vögelchen und gähnte. Und die Eule blinzelte und auch die Sterne kamen hervor. Schlaf, sagten die Sterne, wir haben dein Gähnen gesehen. Also mach deine Augen zu und gib dann endlich Ruhe. Aber ich bin nicht müde, sagte das Vögelchen ein letztes Mal. Und es schloss seine Äuglein und begann zu schnarchen. Und es schnarchte und es schnarchte und es schnarchte. Ende. Tolle Geschichte. Alles klar. Also, gute Nacht alle zusammen. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht. Für euch auch eine gute Nacht und vielen Dank für eure tolle Hilfe heute. Oh, und dass ihr zu unserer Pyjama-Party gekommen seid. Gute Nacht. Wow, wow, wow. Oh, hallo Josh, hallo Blue. Oh. Hallo Seifi, wie geht's dir, hm? Ich mach Liebhabtag-Karten für Freunde und Freundinnen und möchte die Karten mit Stickern verschönern, die sie lieben. Könntet ihr mir helfen? Oh, also... Wir können Seifi helfen, oder? Ah, puh, klasse, danke. Okay, Seifi, bereit zu helfen. Ich habe diese Karte für kleine Schublade gemacht. Liebe kleine Schublade, du bist voll mit Notizbuch, Luftballons und anderen Dingen. Doch am liebsten höre ich dich singen. Also... Welchen dieser Sticker mag kleine Schublade, die liebliche Sängerin, am liebsten? Das Mikrofon! Das Mikrofon? Oh, richtig! Super! Okay, Josh, welcher Sticker kommt auf die Karte für Eimer? Lieber Eimer, ich liebe es, mit dir Piraten zu spielen. Du hast die tollsten Ideen. Harr, Piraten! Also, welchen dieser Sticker mag Eimer, unser prima Pirat, am liebsten? Das Piratenschiff! Das Piratenschiff? Oh, richtig! Bestimmt wird Eimer ihn toll finden. Oh, hallo. Noch ein trauriges Herz. Hey. Ich hab mein Hühnchen verloren. Ich vermisse ihn so sehr.
Das verstehe ich. Na, was können wir tun, damit dieses Herz wieder glücklich ist? Ihm helfen, seinen Hund zu finden. Oh ja, ihm helfen, seinen Hund zu finden. Okay, sagt Bescheid, wenn ihr einen Hund seht. Wir helfen dir. Hündchen! Hündchen? 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 Ich vermisse ihn so sehr. Da, auf der Bank. Wir haben ihn gefunden. Oh, mein kleines Hündchen. Danke, dass ihr mir geholfen habt, mein süßes Hündchen wiederzufinden. Oh nein! Ein anderes Herz braucht auch unsere Hilfe. Kommt mit. Der Wind hat meine Picknicksachen überall hingepustet. Jetzt ist alles ruiniert. Was können wir tun, dass es diesem Herz wieder besser geht? Ihm helfen. Beim Aufräumen helfen. Oh ja, Aufräumen helfen. Keine Sorge, wir helfen dir. Dann mal los. Ich nehme die Seite. Hupsi, hier, bitte sehr. Danke fürs Helfen. Aha. Hab ihn. Oh, danke sehr für eure Hilfe. Gern geschehen. Und eine für dich und eine für dich. Herzlicher Liebhabtag! Juhu! Danke für die Karte. Hui. Super toller Sticker. Ich liebe sie. Wow, seht doch. Da ist das Liebhabtagbuch, das Blue für euch gebastelt hat. Wisst ihr, was ich an euch mag? Ihr wisst so gut, wie man hilft. Ihr seid cool, schlau, herzensgut, glücklich, so wie ihr seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht gestört. Doch Blue und ich, wir wollen, dass ihr es hört. Kommt alle her. Oh ja, wir mögen euch sehr. Oh ja, wir mögen euch sehr, sehr, sehr. Oh ja, wir mögen euch sehr. Ganz genau. Dicke Umarmung. Wartet. Herzlichen Liebhabtag. Wir lieben euch. Wow. Wir sind in Blues Bild. Oh. Ich bin gespannt, was Blue aus diesem Klecks macht. Was malt Blue da? Ein Einhorn. Hallo Josh und hallo Blue, ich bin's. Luna, das lila Einhorn. Wow. Das Einhorn hier kann sprechen. Komm, spring auf, Blue, und los geht unser Einhornritt. Da ist noch ein weiterer Klecks. In was verwandelt Blue diesen Klecks? In eine Blume. Eine Blume? Oh ja. Ah, guten Morgen, ihr Zauberhaften. Wow. Wow. Hallo, Blume. Wie geht es dir? Also, ich bin ein wenig durstig. Das klingt nach einem Job für den Klassenraumhelfer. Danke sehr. Oh, du bist gewachsen. Wow. Du. Kommt mit. Ja, kommt mit. Bis dann. Und ein gelber Klecks. In was verwandelt Blue diesen Klecks? In eine Ente. Hallo, kleine Ente. Zeit für einen Einhornritt.
Spring auf, Blue! Wow! Seht euch diesen wunderbaren Regenbogen an! Hey, Blue! Du hast jeden Klecks in etwas echt Tolles verwandelt. Mach's gut, Blue, und komm bald wieder! Bis dann! Komm mit! Also gut, setzt euch erstmal alle hin. Endlich ist Zeit für Blues Mitbringtag! Ja! Das sind wir! Ja! Er ist wunderschön, Blue! Oh, wow. Ich liebe ihn! Ist klasse! Durch die ganze Stadt! Der Bus! Der Schulbus! Hey, Blue, möchtest du mit dem Schulbus fahren? Mit der Schule ist jetzt Schluss, also ab in den Bus. Wir sehen uns morgen ohne Kummer und Sorgen. Na dann los. Alles klar, schnell los. Ja. Buszeit. Das war ein toller Tag. Passt auf euch auf. Bis morgen. Bis dann, Frau Merrigo. Bis dann. Das war ein schöner Mitbringtag. Macht's gut. Ich kann's kaum glauben, dass wir mit dem Schulbus fahren. Jetzt alle anschnallen. Jetzt geht's los. Haha. Reifen vom Bus drehen sich rundherum, rundherum, drehen sich rundherum, 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 rundherum. Die Reifen vom Bus drehen sich rundherum, rundherum. Und jetzt alle durch die ganze Stadt. Die Hupe vom Bus macht Hup, 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 macht Hup, 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 macht Hup, 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 Hup. Vom Bus macht Hup, Hup, Hup. Hup, Hup, Hup. Los, singt mit uns. Durch die ganze Stadt. Durch die ganze Stadt. Durch die ganze Stadt. Das war wirklich großartig. Oh, ich danke euch vielmals für all eure Hilfe heute. Kommt bitte bald wieder, okay? Bis dann. Wartet mal, ich kenne dich. Du bist Bunny Joe. Du, deine Band ist so cool. Ich stehe auf die Banjo Bunny Band. Das stimmt. Oh, danke. Unsere Show beginnt jetzt gleich. Und ich weiß nicht, welchen Weg ich nehmen soll. Würdest du mir helfen? Oh, würdet ihr Bunny Joe helfen? Würdet ihr? Klasse. Welchen Weg nehmen wir jetzt nur, der uns zur Banjo Bunny Band Show führt? Du findest die Banjo Bunny Band, das ist ganz einfach so. Nimm den Weg mit dem langsamen Tempo. Oh, Tempo. Was ist Tempo? Das Tempo bestimmt, wie schnell oder langsam die Musik ist. Ah, verstanden. Leider weiß ich nicht, welcher Weg das langsame Tempo hat. Der obere. Genau, der Weg hat das langsame Tempo. Paddle los, Blue! Ich komme, Banjo Bunny Band! Ich komme! Oh. Ha. Welchen Weg sollen wir jetzt nehmen? Du findest die Banjo Bunny Band. Das ist ganz einfach so. Folge Musik, die laut mit schneller Tempo. Danke, Herr Frosch. Würdet ihr wieder mithören? Okay. Welche Musik ist laut und hat ein schnelles Tempo? Hm.
Wisst ihr es? Der Weg. Der untere. Dieser da. Richtig, weil er ist laut und hat ein schnelles Tempo. Wir haben ihn, Bunny Joe. Da geht es lang. Paddel los, Blue. Ja, Konzert, ich komme. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Die Banjo Bunny Band. Ja, meine Banjo Bunny Band. Ah, oh, vielen Dank, dass ihr mich hierher gebracht habt. Kein Problem. Ich danke euch sehr für eure tolle Hilfe. Ihr rockt. Und unsere Band wird auch rocken. Oh, ja, wir müssen los. Ich bin so aufgeregt. Ich bin bereit. Hallo alle zusammen. Wir sind die Blues Beat Band. Juhu! Alles klar! Ja, los, halt zu klatschen. Und alle zusammen. Alles klar. Seid ihr bereit, mitzuklatschen? Großartig. Zähl uns ein, Blue. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Alle spielen heute mit. Das wird ein super Hit. Gemeinsam spielen wir heute einen super Hit. Du spielst Musik auf einem Instrument oder mit den Füßen. Klatsch zusammen mit Blue. Das wird ein toller Beat. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Und nochmal. Alle spielen heute mit. Das wird ein super Hit. Gemeinsam spielen wir heute einen Superhit. Gemeinsam spielen wir heute einen Superhit. Wow! Wir sind jetzt tatsächlich im Verschneckenspiel. Willkommen bei Verschnecken. Wer spricht da? Ich. Bereit zu spielen? Macht euch auf die Suche nach der gelben, blauen und grünen Schnecke. Cool. Lasst uns spielen. Zuerst geht's zu den Sonnenblumen. Dort hat sich die gelbe Schnecke versteckt. Zu den Sonnenblumen. Okay, kommt mit. Sonnenblumen. Sonnenblumen. Oh, da sind sie ja. Oh. Die Sonnenblumen sind dort drüben, aber... Wir können nicht um den Fluss herumgehen. Und leider auch nicht unten durch. Oh. Wie gelangen wir zu den Sonnenblumen? Geht über die Brücke. Genau, wir müssen über die Brücke. Natürlich. Gute Idee. Kommt. Okay. Aber wo ist die gelbe Schnecke? Hinter den Sonnenblumen. Ihr meint hinter den Sonnenblumen? Oh. Ja, wir haben die gelbe Schnecke gefunden. Oh, die gelbe Schnecke ist hinter den gelben Sonnenblumen? Echt gut gesehen. Glückwunsch an die Spieler und Spielerinnen. Es geht weiter zu den blauen Felsen. Dort hat sich die blaue Schnecke versteckt. Blaue Felsen? Oh. Hey, also wir müssen irgendwie zu den blauen Felsen, aber wir können nicht um die Pilze herum und unten durch auch nicht. Wie kommen wir zu den blauen Felsen? Drüber klettern. Drüber klettern? Gute Idee. Los geht's. Wir sind gleich da. Okay. 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 Also, wo ist die blaue Schnecke? Da! Hinter dem Felsen. Da! Oh ja! Wir haben die blaue Schnecke gefunden. Wirklich beeindruckend. Danke.
Spieler und Spielerinnen, es hat sich noch eine Schnecke versteckt. Geht zu den grünen Büschen, um die grüne Schnecke zu finden. Grüne Büsche. Ah, grüne Büsche. Grüne Büsche. Grüne Büsche. Aha, wir haben die grünen Büsche gefunden. Oh, oh nein. Ha. Also, wir können nicht über die Bäume drüber. Und wir können auch nicht unten durch. Wie kommen wir zu den Büschen? Zwischen den Bäumen durch. Ja, einfach zwischen den Bäumen durch. Ihr habt das echt drauf. Kommt mit, lasst uns zwischen den Bäumen durch. Okay. Okay. Wo versteckt sich die grüne Schnecke? Hinter dem Busch. Wo? Oh ja! Da ist sie! Wir haben die grüne Schnecke gefunden. Glückwunsch, Spieler und Spielerinnen! Ihr habt das Spiel Verschnecken gewonnen! Und euer Preis ist die goldene Schnecke! Wow, ich bedanke mich bei allen, die das möglich gemacht haben. Bei Blue, Magenta und euch. Danke. Herzlich willkommen in Blues Bäckerei, in der es immer herrlich süß und köstlich duftet. Wir sollten mit dem Backen beginnen. Kommt mit. Also, was wollen wir heute backen, Blue? Blue möchte wohl Bibinka backen. Das ist eine Art Kuchen. Oh, ja, das ist meine Lola. Lola ist das Wort für Oma auf den Philippinen. Ich hab sie so lieb. Das ist wirklich wahr und ich vermisse dich. Das ist echt... Und ihr Bibinka ist Masarap. Masarap bedeutet köstlich auf den Philippinen. Hey, Blue. Oh, wie es aussieht, haben wir alle Zutaten. Jetzt wird es Zeit, sie zu mixen. Oh, mixt ihr mit? Mixen, 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 ja. Ja, also los. Rein damit, Blue. Fantastisch. Jetzt muss er nur noch in den Ofen. Was denn? Oh, die Ananas, die haben wir ganz vergessen. Denn eine reife Ananas ist die geheime Zutat in Lolas Bibinka-Rezept. Wie viele Ananasscheiben brauchen wir für unseren Bibinka? Vier. Vier? Oh, richtig. Und vier ist genau die Anzahl, die wir für den Bibinka brauchen. Hier, bitte sehr, Tickety. Lecker. Danke. Lasst sie euch schmecken. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt kommt er in den Ofen. Langsam und vorsichtig. Und nun warten wir. Bibinka. Der Bibinka ist schon fast fertig. Es duftet so süß und köstlich. Wartet, er ist fast fertig. Oh, Joshi! Oh, wer könnte das wohl sein? Deine Lola! Meine Lola? Oh, seid ihr ganz sicher? Lasst uns nachsehen. Joshi! Lola! Oh, sie ist es. Das ist meine Lola. Oh, hallo, meine kleine Blue. Und wer seid ihr? Oh, Freunde und Freundinnen. Ein Hallo auch an euch. Ist das Bibinka-Duft in meiner Nase? Ja, ist es. Und er ist jetzt fertig. Wir haben ihn nur für dich gebacken. Für mich?
Ihr habt ihn für mich gemacht? Oh, komm mit. Setz dich hier hin. Herzlich willkommen in Blues Bäckerei. Ich liebe es hier. Bibinka für alle, bitte. Ich hoffe, du magst ihn. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Ein Stück Bibinka für mich. Ein Stück für Lola. Ein Stück für Blue. Oh, und natürlich ein Stück für euch. Also, Lola, was denkst du? Blue? Josh? Dieser Bibinka ist Maserap. Oh. Ist süß und köstlich. Oh, ich liebe diesen Bibinka. Und dich natürlich auch, meine kleine Blue. Danke, Josh. Oh. Danke, meine kleine Blue. Und danke euch. Tanzparty! Wow, DJ Flutsch ist am Start. Und jetzt tanzen wir alle den Josh. Ja, das ist ja mein Tanzschritt. Macht gern mit und los geht's. Tanz den Josh, tanz den Josh. Tanzt auch den Josh. Echt gut getanzt. Tanz den Josh. Wir haben's drauf. Wow, DJ Flutsch hier. Ja, es wird jetzt Zeit für den Sprinkler. Der Sprinkler ist unser Lieblingstanz. Tanz den Sprinkler mit uns. Und zwar so. Hey, DJ Flutsch, was geht ab? Wow, Partygäste. Oh. Es wird Zeit für Magentas Lieblingstanz. Der Magenta Cha-Cha. Cool. Oh. Wollt ihr mir helfen, Magentas Cha-Cha zu lernen? Danke. Tanzt mit uns. Und los geht's. Seitschritt. Seitschritt. Cha-Cha-Cha. Klatsch, klatsch, klatsch. Seitschritt. Seitschritt. Cha-Cha-Cha. Klatsch, klatsch, klatsch. Seitschritt. Seitschritt. Cha-Cha-Cha. Klatsch, klatsch, klatsch. Wow, wow, wow. Ich hab hier ein Blasendesaster. Tanzt ruhig weiter. Oh, gern. Was machen wir noch mal als erstes? Seitschritt. Oh, richtig, richtig. Seitschritt. Und dann kommt der... Was machen wir als nächstes? Einen Seitschritt in die andere Richtung. Oh, richtig, richtig. Seitschritt in die andere Richtung. Und dann kommt... Was machen wir als nächstes? Cha-cha-cha. Klatsch, klatsch, klatsch. Cha-cha-cha. Klatsch, klatsch, klatsch. Alles klar, den kann ich jetzt. Diesen Tanz habe ich echt voll drauf. Wow, wow, wow. Die Musik spielt jetzt schneller. Wie ging der Tanz nochmal? Seitschritt, Seitschritt, cha-cha-cha, klatsch, klatsch, klatsch. Oh, also geht er so. Seitschritt, Seitschritt, cha-cha-cha, klatsch, klatsch, klatsch. Richtig? Oh, großartig, danke. Okay, Blue, Magenta, versuchen wir es zusammen. Fertig und los. Seitschritt, Seitschritt, cha-cha-cha, klatsch, klatsch, klatsch. Seitschritt, Seitschritt, cha-cha-cha, klatsch, klatsch, klatsch. Seitschritt, Seitschritt, cha-cha-cha, klatsch, klatsch, klatsch. Ja! Hallo zusammen, tanzen wir Blues Lieblingstanz. DJ Flutsch ist am Start, tanzen wir den Hühnertanz. Und die Arme so, flatsch, flatsch, flatsch. Nick mit dem Kopf, nick, nick, nick. Machen Bock, 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 Bock. Schütteln unser Bein, machen Bock, 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 Bock. Müsst ihr schüchtern sein, Bock, Bock, Bock. Nun könnt ihr ihn ganz, Blues Lieblingstanz. Alles klar. Hey,
Wollen wir Blues Lieblingstanz nochmal tanzen? Großartig! Ich nehme mich auch. Und die Arme so. Flat, flat, flat. Nick mit dem Kopf. Nick, nick, nick. Machen Bock, Bock, Bock. Bock, Bock, Bock. Schütteln unser Bein. Machen Bock, Bock, Bock. Bock, Bock, Bock. Müsst ihr schüchtern sein. Bock, Bock, Bock. Nun könnt ihr ihn ganz. Blues Lieblingstanz. Wow, diese Party ist noch nicht zu Ende. Jetzt tanzen alle auf ihre Art und Weise. Wuhu. Alles klar. Und los geht's. Und los geht's. Okidoki. Ich kann's, ich kann's. Na los, Tickety. Lasst uns tanzen. Und jetzt gebt noch mal alles. Sehr schön, Magenta. Du hast es drauf, Blue. Cool. Aha. 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 Oh ja. Aha. Willkommen in Blues Bistro. Gestatten, dass ich euch heute etwas empfehle, und zwar die Butterkekse. Serviert mit Milch in einem Becher mit Papierstrohhalm. Oh, wir finden heraus, was die Gäste essen möchten, indem wir fragen, wie lautet eure Bestellung? Bereit? Großartig! Wie lautet eure Bestellung? Ah, okay. Also, du möchtest genau das Gleiche bestellen wie Blue. Wir brauchen diese Clues. Habt ihr vielleicht schon den ersten Clou gefunden? Wir müssen wissen, was Blue essen möchte, sonst können wir nicht mit dem Kochen beginnen. Oh, noch nicht. Aber wir sind auf der Suche danach. Komm mit. Oh, oh. Oh. Hallo, ich bin Bäuerin Ziege. Arbeitet ihr vielleicht in dem vornehmen Restaurant? Ja, oh, ich meine, ja, das tun wir. Und das ist Blue. Wunderbar. Lasst uns zusammen Gemüse für Madame Pfeffer holen. Helft ihr auch mit, das Gemüse für Madame Pfeffer zu holen? Großartig! Und danach suchen wir weiter nach Blues Clues. Komm mit. Oh, ein Korb. Also, als erstes möchte Madame Pfeffer ein Gemüse, das aus Blättern besteht. Ah, sehr gut. Also, welches dieser Gemüse besteht aus Blättern? Die Gurke, der Spinat oder die Aubergine? Das da. Der Spinat. Richtig, der Spinat. Der Spinat besteht aus Blättern. Danke. Komm mit, lasst uns noch mehr Gemüse für Madame Pfeffer suchen. Okidoki. Madame Pfeffer möchte noch ein anderes Gemüse, das gelb und körnig ist. Oh, okay. Also, mal sehen, welches dieser Gemüse ist körnig und gelb? Der Mais, der Blumenkohl oder der Brokkoli? Der Mais. Ja, der Mais. Der Mais, richtig. Mais ist gelb und auch körnig. Ja. Ihr seid echt Gemüseexperten. Cool. Kommt mit, lasst uns das letzte Gemüse suchen. Ja, alles klar. Das letzte Gemüse, das Madame Pfeffer braucht, ist orange, glatt und rundlich. Oh, okay. Orange, glatt und rundlich. Tja, welches dieser Gemüse ist orange, glatt und rundlich? Die Kartoffeln, die Karotten oder die Paprika? Die Paprika. Richtig, diese Paprika ist orange, glatt und rundlich. Ja, hey, Madame Pfeffer wartet bestimmt auf ihr Gemüse. Beeilung. Ah, merci. Eine herrlich knusprige Pizza serviert mit einem Lied. Wir haben alle Clues und wir wissen, was Blue will. Leckere Pizza. Leckere Pizza. Deshalb warte einfach Blue, denn dein Essen konnte nur leckere Pizza. Leckere Pizza.
Wir fanden Runden und roten Clou. Und das frische Gemüse dazu. Und ich hoffe, du lässt uns probieren, Blue. Also zusammen, bon appétit. Das bedeutet guten Appetit. Komm mit.